Ich zeige dir heute, wie du dir in Logic Pro moderne, legendäre Sounds bauen kannst, in die sich deine Zuhörer sofort verlieben werden. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal nennst du Musikproduktion in Logic Pro. Logic verfügt über eine riesige Auswahl an qualitativ hochwertigen Softinstrumenten, die keine Wünsche übrig lassen. Von Alchemy über den ES1, den ES2 bis hin zum Retro-Synth, Studio-Strings und dem Drum Machine Designer hast du absolut geniale Werkzeuge, um moderne Musikproduktion zu machen. Und trotz dieser riesigen Auswahl kannst du deine Sounds immer noch mal aufregender, immer noch mal 20% besser machen, wenn du weißt, an welchen Rädchen du drehen musst. Und die zeige ich dir jetzt im Praxisteil. Ich möchte dir als erstes zwei grundsätzliche Tipps geben, wie du wirklich alles aus Logic Software Instrumenten rausholst und wie du auch alle Sounds laden kannst. Ich öffne dazu über meinen Tastaturkurzbefehl Y die Soundbibliothek. Jetzt kannst du zunächst mal hier oben hin und dann auf alle Sounds gehen. Hier kannst du dir Soundpakete raussuchen oder du lädst tatsächlich alle Sounds, was ich auch jedem Logic User empfehlen würde, weil ansonsten limitierst du dich an deinen Möglichkeiten. Dazu gehst du einfach hier auf Logic Pro und dann auf Sound Library. Und hier kannst du jetzt zunächst mal die Sound Library Manager öffnen, um zu gucken, ob du alle Sounds geladen hast. Wenn du das nicht hast, dann zeigt er dir die nicht geladenen hier an. Und du kannst auch die Sound Library auf einen neuen Speicherort laden, falls dein Computer, dein MacBook oder was auch immer zu wenig Speicherplatz hat. Den zweiten Tipp, den ich dir geben möchte, ist, die älteren Versionen zu benutzen. Hier befinden sich nämlich wahre Schätze. Logic, GarageBand Sounds und verschiedene Jam Packs. Wir fangen direkt hier an und suchen uns einen schönen Pad Sound raus, der mir sehr gut gefällt. Hier unter Synthesizer und dann Synth Pad. Und der ist Blue Carpet, den ich hier schon reingeladen habe. Im Grundsound und unbearbeitet klingt er so. Du hörst jetzt, dass hier sehr viel Hall auf diesem Sound ist und deswegen schalte ich den Space Designer und das Delay zunächst mal ab und dann klingt es so. Damit haben wir so ein bisschen diesen verwaschenen, sehr verhalten Sound etwas trockener gemacht und können damit besser arbeiten. Zusätzlich gehe ich jetzt hier in den Sampler rein und drehe bei beiden Envelopern die Release-Zeit noch ein kleines bisschen runter, damit der Sound noch kürzer wird. Und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil und zwar, wenn du hier auf Details gehst. Jetzt können wir nämlich hier einen Glide zuschalten, sodass die Akkorde angeglidet werden von unten nach oben. Ich gebe erstmal eine kürzere Zeit rein, zum Beispiel mit 70 Millisekunden vielleicht, dann glidet er so ein bisschen langsamer erstmal rein. Du kannst jetzt hier aber natürlich auch völlig durchdrehen und kannst ein bisschen weiter hochgehen. Oder wir übertreiben es mal komplett und gehen auf 600 Millisekunden. Das klingt schon mal ziemlich aufregend und ist gerade für R&B-Pads zum Beispiel super geeignet. Das gleiche kannst du auch hier mit dem Classic Analog Pad machen, einem meiner Lieblingsflächensounds. Auch hier ist mir wieder etwas zu viel Hall und etwas zu viel Delay dabei, deswegen schalte ich beide hier ab und wir gehen direkt in den Retro Synth hier rein. Auch hier mache ich im Amp Developer die Release-Zeit noch ein bisschen kürzer, damit wir den Sound noch trockener haben. Und auch hier kannst du jetzt wieder gliden. Und zwar zum einen kannst du ein Autoband machen oder wir gehen hier auf Glide und können hier die Zeit, die Uhrzeit wollte ich schon sagen, einstellen, wie langsam der Glide hochfahren soll. Schauen wir uns als nächstes mal einen Bass-Sound an. Ich habe mir hier von Alchemy den Deep Sub-Bass geladen, der mir ziemlich gut gefällt. Der klingt so jetzt schon mal gar nicht schlecht, aber ich möchte ihn noch ein bisschen dreckiger machen und deswegen lade ich mir hier ein Distortion-Plugin mit dazu rein. Und zwar aus Logic's Distortion-Sektion selber, Distortion 2. Sehr einfaches Plugin, aber klingt richtig gut. Ich werde jetzt über den Pre-Gain versuchen, die ganze Sache noch ein bisschen dreckiger und noch ein bisschen fetter zu bekommen, nachdem ich ihn zugeschaltet habe. Klingt schon wesentlich fetter. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter und laden noch ein Distortion-Plugin dazu, und zwar Distortion selber von Logic. Bei diesem Distortion-Plugin hast du ein bisschen genauere Einstellungsmöglichkeiten. Ich werde jetzt hier den Drive noch ein bisschen dazufahren und gegebenenfalls, falls es zu laut wird, den Output runterfahren.
Machen wir weiter mit den Electric Pianos. Ich habe mir hier das Classic Electric von Logic geladen. Diese E-Pianos sind wirklich spitze und klingen enorm gut. Also absolut keine Notwendigkeit, hier ein Plugin von einem Drittanbieter zu kaufen. Das Classic Electric in seinen Grundeinstellungen klingt so. Gleich zum ersten Trick, den die meisten nicht wissen. Und zwar kannst du das Tremolo über dein Modulation Wheel steuern. Das ist schon automatisch so eingestellt, du brauchst also nichts zuweisen und kannst den Klang allein dadurch schon wesentlich interessanter machen. In diesem Fall möchte ich jetzt das Piano ein bisschen mehr Lo-Fi klingen lassen. Dazu lade ich mir zunächst einen Channel-EQ rein und schneide einfach in den Tiefen und in den Höhen ein bisschen ab, damit es ein bisschen älter, ein bisschen nasaler klingt. Zusätzlich lade ich mir jetzt noch das Scanner-Vibrato von der Modulationssektion dazu. Über das Scanner-Vibrato kannst du einen Chorus-Effekt und eine Art Vibrato, einen Tremolo-Effekt mit dazufahren. Das mache ich über diesen Schalter. Je höher, desto offensichtlicher wird der Sound. Jetzt ist es wahrscheinlich zu viel. Als letztes lade ich mir hier noch unter Imaging den Direction Mixer mit rein, um die ganze Sache ein bisschen mehr Mono zu machen. Auch das hilft, den Sound etwas älter erscheinen zu lassen. Ich gehe mal weiter zum nächsten Piano, das ist auch aus der Vintage Electric Sektion und ich habe mir hier einfach unter den Presets das Suitcase Mark Bright geladen, das mir persönlich auch sehr gut gefällt. Ich gehe zunächst mal ganz einfach vor und kopiere die Effekte, die ich beim Classic Electric benutzt habe, hier rein. Das habe ich hier schon vorbereitet, dann klingt es so. Und um den Sound jetzt breiter und noch ein bisschen abgedrehter zu machen, kannst du hier direkt im Vintage Electric den Phaser dazu schalten. Probieren wir nochmal sowas Ähnliches mit einem akustischen Piano. Auch die sind nämlich in Logic hervorragend gesampelt. In der Grundeinstellung klingt das Yamaha Grand, das ich mir hier rausgesucht habe, so. Das klingt schon mal nicht schlecht, aber auch hier ist mir ein bisschen zu viel Hall dabei, deswegen schalte ich den hier ab und lade wieder das Scanner Vibrato dazu. Und du weißt, hier können wir Vibrato, also Tremolo-Effekt und Chorus mit dazu schalten. Ich möchte das jetzt noch ein bisschen abgefahrener, noch ein bisschen spaciger bekommen und deswegen schalte ich hier noch ein Tape-Delay dazu. Ich gehe hier einfach über den Wet-Regler ein bisschen hoch, um das Tape-Delay reinzufahren und fahre dann zusätzlich noch die Flutter-Rate und die Flutter-Intensity mit dazu. Mit diesen Einstellungen kannst du in Logic's Tape-Delay Laufzeitenunterschiede von Bandmaschinen emulieren. Das heißt, du bekommst dann so einen flatterigen, wobbeligen Sound, der die ganze Sache auch ein bisschen mehr Lo-Fi macht. Ich hoffe, die Soundbeispiele haben dir jetzt gefallen und hast ein bisschen Lust bekommen, selber in Logic rum zu experimentieren und vielleicht deinen individuellen Signature-Sound zu finden. Aber ganz generell auch nochmal an dich die Frage, wie arbeitest du mit Sounddesign in Logic Pro? Benutzt du die Stock-Synthesizer wie Alchemy, RetroSynth und so weiter und probierst darum oder benutzt du nur Presets davon oder benutzt du Plugin von Drittanbietern?
Welche Sounds suchst du? Welche Sounds hast du gerne? Oder was ist vielleicht dein Lieblingssynthesizer? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Du hast jetzt hier an meinem Beispiel auch gesehen, dass du weißt, an welchen Parametern du drehen musst, du relativ zügig vorankommst, neue Sounds zu finden. Apropos zügig in Logic arbeiten. Falls du neu bei Logic bist, falls du erst mit Logic anfängst oder von einer anderen DAW dazugekommen bist und dich noch nicht so richtig gut auskennst und zurechtfindest in dieser DAW, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du Logic für dich individualisieren kannst und wie du in dieser DAW wesentlich effizienter und wesentlich schneller arbeiten kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, hat schon vielen Leuten weitergeholfen, unbedingt empfehlenswert. Falls du weitere Tutorials über Logic Pro anschauen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Weit über 150 Tutorials sind da mittlerweile drin von mir über Logic Pro, über bestimmte Themen dazu. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!